Das ist er, der Linseeintopf Makassar. Und wie ich den gemacht habe, zeige ich euch gleich. Hi Freunde, was machen wir heute? Linseeintopf Makassar. Die Zutaten dazu sind Karotte, Sellerie, Lauch, Paprika, Grün-Rot, Grumbeere oder Kartoffeln, Linsen, Salz. Hier habe ich Chilischote, die habe ich selber gemacht, in meinem Garten, drinnen gelassen und gelegen mal. Die sind unheimlich scharf. Knoblauch, Zwiebeln, italienische Kräuter, passierte Tomate, Gemüsebrühe und Pfeffer. Und was man dazu noch nicht machen, sind Rindswäsche. Nun gehen wir hin. Und zwar, ich habe schon den Grill vorgeheizt und das erste, was wir machen, sind die Zwiebeln andünsten. Ich komme nochmal mit. So, machen wir mal die Zwiebeln drin. Die tun wir jetzt erstmal kläglich die andünsten. Jetzt haben wir sie ein bisschen angedünstet. Und jetzt können wir schon hier gehen und können die Kartoffeln dazu machen. Mal so rein. Die tun wir gleich bis hier unerregen und tun die auch bis hier andünsten. So, jetzt machen wir noch die Karotte dazu und sehen die schön unten. Und dann holen wir noch die Sellerie. Die machen wir auch noch gleich dazu. Zack. Die drehen wir auch runter und lassen sie auch ein bisschen andünsten. Jetzt nehmen wir den Lauch machen wir drin und die Paprika machen wir drin und den Knoblauch machen wir drin. So, das wären wir jetzt auch ohne. Gut, dass ich den großen Topf genommen habe. Ich wollte vor den 4er Topf nehmen. Jetzt habe ich aber den 10er Topf von Tenniger genommen. Das sieht man gut. Jetzt haben wir ein bisschen Platz. So, das lassen wir auch noch ein bisschen andünsten. Und dann machen wir weiter. So, jetzt haben wir die pausierte Tomate machen drinnen. Und jetzt nehmen wir die Linse. Und zwar habe ich vorhin vergessen zu sagen, die Linse habe ich vor Stunden in Wäsche gelassen in Wasser, dass die schon ein bisschen ingewäscht sind. Dann brauchen wir die italienische Kräuter. Die machen wir auch komplett drin. Und nun die Gemüsebrühe. Die machen wir auch komplett drin. Oder ich werde gleich erst mal halber rein, rühren wir ohne. So, jetzt wird das Ganze unangerührt. Und das lassen wir dann ungefähr für eine halbe Stunde mal schön köcheln. Nun gehen wir hier und machen die Chilischote drin. Also ich mache jetzt nur noch eine halbe Löffel drin, weil die sind unheimlich scharf. Dann brauchen wir Salz. Salz machen wir auch einen Teelöffel voll drin. Dann machen wir die Lorbeerblätter drin. Und würzen noch mit Pfeffer ab. Das kann man natürlich jederzeit nur würzen. Das muss ich später hier abprobieren. Gut, dann würde ich sagen, rühren wir das Ganze noch einmal in. Schön gerührt. Und lassen das jetzt seit einer halben Stunde schön dicht kochen. Und dann gucken wir mal wieder rein. So, halb Stunde haben wir es jetzt nicht aufkochen gelassen. Jetzt dann machen wir es jetzt mal auf. Handschuh heiß. Oh ja. Ich setze mir rein nochmal durch. Ja. Ich setze an, ist soweit. Ah, wir müssen jetzt hingehen. Machen wir jetzt die. Soweit ist okay. Jetzt machen wir die Rindswäsche rein. Die machen wir jetzt hier rein. Und lassen sie noch mal so ungefähr eine Viertelstunde schön drin. Und dann würde ich sagen, probieren wir mal, ob es schon gut ist.
dreiviertel Stunde haben wir es jetzt insgesamt drin. Jetzt haben wir Gummi mal drin. Machen wir mal den Deckel runter. Vorsicht, heiß. Ja. Wir reden es nochmal gerade kurz durch. Ja, das ist alles schön weich. Okay, das holen wir jetzt mal runter und dann probieren wir das gute Stück mal. So steht der Linsetop Makasa. Jetzt probieren wir das mal. Und zwar gehen wir erstmal hin und holen wir ein bisschen raus zum Probieren. Einmal. Und was wir natürlich noch probieren, natürlich, ist natürlich eine Rindswäsche. Nehmen wir dann hier wieder. Jetzt ist es verdammt heiß. Oh ja, Grills, super. Die Krumpe ist noch ein bisschen bissfest, aber das ist okay, das mag ich so. Ich mag es nicht ganz so batschig an, deswegen ist das so meiner Meinung nach richtig. Oh yeah. Jetzt probieren wir noch ein bisschen Rindswäsche. Gut, wie die schmecke, wissen wir ja, aber es geht natürlich auch dazu. Hm. Ja. Du gehst normalerweise noch Apfelessig dazu. Das schreibe ich ja in die Infobox, aber ich habe es bei mir nicht hingemacht, weil das ist nicht so meins und deswegen habe ich es weggelost. Wie gesagt, das Rezept von dem Ganzen findet ihr unten in meiner Infobox. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über Abo und Like freuen. Euer Heiko Sattkel Barbecue.